Hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute mal in einem ganz anderen Studio als in meinem Race Fitness Club. Und zwar bin ich heute im Body Power Studio Weißenturm zu Besuch bei meinem Freund und Teamkollegen David Hoffmann. Wir zwei wollen jetzt ein schönes Workout für euch abfilmen. Wir haben uns wie immer das Problem gehabt, wenn sich zwei Bodybuilder treffen, was wird trainiert? Ah, das tut mir noch von gestern weh, das tut mir noch von vor 3 Tagen weh. Aber wir müssten beide am Montag Brust trainieren, deswegen haben wir uns in der Mitte getroffen. Und konnten uns auf Brust einigen. Wir machen ein Brust-Trizeps-Training für euch. Ohne großes Palaver. Wir ziehen ein gutes, richtig klassisches Oldschool-Training durch. Ich meine, das bietet sich an in so einem tollen Oldschool-Gym. Und bevor es losgeht, trinke ich den The Hoff Intra-Workout-Shake. Während dem. Trinkst du den? Ja, während dem. Ja, der besteht aktuell aus 100 Gramm Kohlenhydraten, in dem Fall Malto. Ja, so 25 bis 30 Gramm ERAs mache ich immer noch da rein. Hast du eine Waage da? Ja, das sind jetzt 104 Gramm. Ich glaube, das verkraftest du. Apfel ist okay? Apfel ist okay. Green Apple, der schmeckt gut. Hast du jetzt gar nicht genullt? Kannst du jetzt 104 Gramm musst du jetzt aufmultiplizieren? Genau, das sind dann jetzt 26 Gramm. Ne? Ja, das ist eine ganz gute Methode so für mich. Ich weiß nicht genau, wie es bei dir aussieht, Tim, aber ich versuche gerade ein bisschen zuzunehmen und Dito. Ich bin nicht so der Riesenesser. Und dann hast du so während dem Training halt nochmal so 400 Kalorien drin. Ja. Und die tun nicht weh so. Ich nutze jetzt immer während dem Training, probiere ich gerade mal aus Cluster-Dextrin. Damit ich jetzt keine Blutzuckerschwankungen habe und trotzdem irgendwie Kohlenhydrate, also Energie bekomme. Ja, also hast du, während du das trinkst, hast du keine Schwankungen, während dem Training sowieso nie. Aber danach musst du dann irgendwas Richtiges essen. Ja, sonst ist es ein bisschen runter. Ja, das merkst du dann. Das ist dann immer ein bisschen eklig. Kommt nicht ganz hin, aber alles ist besser als nichts halt. Ne? Auch wenn ich mal unterwegs bin oder so, ich bin normal kein McDonald's-Esser oder sowas. Aber wenn jetzt eine Mahlzeit schlecht geworden ist oder ich habe sie vergessen, stehen lassen, dann fahre ich zu McDonald's, weil es besser als eben gar nichts zu essen. Wenn man halt 115, 120 Kilo wiegt, ja, und 5-6 Mal die Woche trainiert, dann kann man das wegstecken. Aber das ist sicherlich kein Rezept für den Durchschnittssportler, dann zu sagen, ja komm, ich gehe jetzt 4-mal die Woche Fastfood essen. Ja, 4-mal die Woche sowieso nicht. Ne? Die Hand halt, du wiegst ja schon alles auch ab in der Aufbauphase, oder? Ja, ich habe mein Standardessen, mein Diätessen praktisch. Und macht dann sowas noch dazu halt. Ne? Ja, ein bisschen Kalorien hochzutreiben. Ja, oder halt dann, haben wir letztens, glaube ich, in unserem Livestream erörtert, ne? Hier und da mal eine Pizza dazu. Ja, genau. Aber ich habe zum Beispiel, ich bin gestern Morgen aufgestanden, hatte ich 119,9. Und dann habe ich gestern nicht trainiert, demnach auch das nicht getrunken und so weiter. Und eigentlich sonst normal gegessen und hatte heute 118,5 oder sowas. Also geht dann sofort runter. Ja. Also das nochmal zu dem Hintergrund, dass man sich eben, wenn man ein bisschen schwerer ist, öfter mal sowas erlauben kann oder muss vielleicht sogar. Muss, ja. Aber wenn man eben abnehmen möchte, dann halte ich jetzt nichts von Cheat Days und so weiter. Ja, geht mir immer ähnlich. Ich bin in der Aufbauphase dann immer, habe ich immer so viel zu tun und zu machen, manchmal zu viel, dass ich dann auch manchmal Schwankungen habe von 2-3 Kilo sogar, Gewichtsschwankungen. Dann weiß ich, da ziehe ich mal wieder 4 Tage voll durch mit Essen, Training, allem drum und dran. Und da habe ich wieder 2 Tage, wo ich irgendwas arbeite und vergesse dann zu essen und da bin ich ruckzuck wieder 2 Kilo leichter und so, ne? Bitte schön. Du bist übrigens eingeladen, Tim. Oh, ich wollte schon sagen, mach eine Strichliste, mach einen Deckel. Mach einen Deckel. Ja, ich muss ja was für mein Image tun. Echt? Ja.
so wie eben gesagt, wir haben uns auf ein Brusttraining vereinbart und ich mache heute, ja, wir sind ja beides Oldschool-Bodybuilder, deswegen machen wir richtig schönes Oldschool-Training und ich begebe mich heute in Davids Hände, mache heute Davids Training mit. Wurde ja schon ein paar Mal geschrieben, hey Tim, wenn du dich mit anderen Bodybuildern triffst, dann mach doch mal den hier Training mit. Das machen wir heute. Balken da oben. Bodybuilder haben wir alle einen Knall, oder? Stört dich das nicht? Hä? Stört dich das nicht? Ich trainiere jetzt zu wenig für hier, um das jetzt, jetzt alles auffällt. Aber du orientierst dich immer irgendwo in der Decke, oder? Ja, schon. Aber wenn es jetzt mein Schirm wäre, hätte auch ich das sein können. Zum Beispiel, was ich zum Beispiel habe, so einen Tick, bei mir müssen die Scheiben in einer Flucht sein. Diesen Griffen. So, na, das ist ja das mir egal. Aber die Maschinen müssen auch richtig stehen. Aber ich würde nie irgendwie hier zwei Fünfer und eine Zehner drauf machen. Gottes also, Willen. Das, no go. Der Beinweise vielleicht, aber. Und eine Gummi und eine Stahlscheibe ist auch schon grenzwertig. Aber wenn du die Gummischeibe hast, wo der Gummi abgeht, ja, dann muss auch ungefähr die Abnutzung gleich sein. Okay, super. Klasse. Komm, und einer geht noch. Komm, einen machst du noch. Sauber. Prima. Komm. Super. Eins, zwei. Jo. Drei noch. Trainiert hier. Immer allein in meinem stillen Kämmerchen. Wenn ich mal woanders bin, mal ein paar andere Übungen zu machen, die du zu Hause nicht machen kannst. So. Hatte die auch nicht? Die haben wir nicht, ne. Sieht immer so aus auf deinen Fotos aus. Ja, wir haben alles. Zwei Brustmaschinen. Wir haben die, diese neutrale. Und die mache ich auch gar nicht so gern. Ich finde, da drücke ich viel mit der Schulter irgendwie so auch. Und mit dem Trizeps. Und wir haben die Schrägbank. Die finde ich übrigens geil. Schräg nach oben, positiv. Ja, genau. Die hast du nicht, ne? Ne. Die muss ich sagen, die ist wirklich sehr geil. Wenn ich die mache als erste Übung noch, wo ich relativ viel auflegen kann, dann kriege ich so einen richtig perversen Druck auf die Brust. Prima.
Ist auch? Oder ich nehme die 60er. Rein. Kann ich euch sagen, das fühlt sich teilweise widerlich an, wenn man diesen riesen Trizeps spürt vom Hoffmann. Da zuckt alles drin, da lebt es irgendwie in dem Trizeps. Ja, wir machen jetzt Trizeps. Das war's. Ja, also. Machst du immer bewusst Trizeps? Ja, meistens schon. Also früher habe ich immer einen extra Armtag gehabt. Was hast du auch nicht mehr? Nee, ich habe ja letztes Jahr schon in der Vorbereitung immer wieder mal so Schwierigkeiten gehabt mit dem Ellbogen, mit dem Tennisarm und so weiter. Und dann bin ich dazu übergegangen, leichter zu trainieren und dafür öfter. Und dann habe ich Trizeps immer bei Schulter und bei Brust gemacht. Und Bizeps immer bei Rücken. Und Rücken habe ich auch zweimal die Woche gemacht. Oh ja. Also machst du aber in der Aufbauphase nicht zweimal die Woche? Aktuell mache ich das alles einmal. Aber ich mache jetzt trotzdem nach wie vor Bizeps immer bei Brust noch dabei. Okay. So einen widerlichen Trizeps da hängen haben. Ja, ich hab's eben schon mal gesagt, ey. Es war früher alles ein bisschen dicker. Ich muss da wieder hinkommen. Zoom nicht so nah ran. Kommt nix. Schwarz noch. Schlank. Gut so. Ich bin eher so der Underdog. Ich finde das wirklich manchmal so richtig toll, wenn sie schreiben, so außer der Saison, der Budesheim hat den Biss verloren, das gibt nichts mehr mit dem. Und dann ziehe ich die Jogginghose aus und dann halte ich das Maul. Soll sein. Genieße ich schon manchmal ein bisschen. Letztendlich ist es ja so, dass es ist zwar ganz schön und gut, wenn du außerhalb vom Jahr toll und brutal aussiehst und bringt dir nur nichts. Ja, wenn du es nur unter Wettkampfaspekt siehst, ist das relativ egal. Ne? Wenn du natürlich Influencer bist, ist das stimmt. Anders aus. Ja, aber als Bodybuilding-Influencer kann man auch ein bisschen
außer Form sein, sage ich jetzt mal. Man muss sich bis jetzt kein Fitness-Influencer, der jetzt immer so in Schlüppi und oberkörperfrei seine Pancakes macht. Weißt du so? Das kannst du ja ruhig ein bisschen außer Form sein. Und wenn du nicht ganz so prall bist, bist du ja als Bodybuilding-Influencer immer noch breiter als 80% der meisten Fitness-Influencer. Letzten Endes geht es um Tag X. Ja. Und wenn du halt das ganze Jahr mit 100% trainierst und 100 oder mit 4% Körperfett rumläufst, dann schadest du dir langfristig halt eher. Ja, sehe ich auch so. Verschießt deinen Pulver und bist dann, wenn der Wettkampf kommt, komplett am Ende. Und dann nicht mal nur körperlich, weil ich habe da auch immer Respekt vor für die das machen, die das so ausüben, die das ganze Jahr immer so in Form sind und so weiter. Ich würde mich nicht nur körperlich so ein bisschen schädigen, sondern psychisch. Ja, ja, ja. Weil ich muss sagen, diese Off-Season, so ein bisschen dieses nicht so 100% genau nehmen, ich genieße das dann auch schon mal ein bisschen. Bisschen locker lassen und am besten ist eigentlich sogar, wenn du dann irgendwann so echt von der ganzen Fresserei die Schnauze voll hast. Genau. Und freust dich wieder auf die Diät. Freust dich auf die Diät. Und locker lassen heißt ja bei uns Profisportlern immer noch 6 Mahlzeiten essen und so weiter. Nur, dass halt nicht wegen jedem Reiskorn da die Waage abwiegst. Thomas, vielen Dank fürs Training. Danke für den Besuch. War auf jeden Fall schon mal ziemlich cool, hier in so einem Oldschool-Gym wieder zu trainieren. Ja. Vor allem, ich bin ja schon in einigen Oldschool-Gyms gewesen und das ist wirklich für mich so ein richtiges, wahres, vorbildliches Oldschool-Gym. Hier stehen alte Geräte, aber es ist trotzdem sauber und ordentlich. Und manche ist tatsächlich so, manche, die damit werben, ein Oldschool-Studio zu haben, die haben dann kaputte Geräte. Ja. An jeder zweiten Drahtlitze reißt er dir die Brust auf und die Maschinen sind kaputt und dreckig. Und ganze Hardcore ist ja gut und schön. Ich habe da mal extrem erlebt, habe ich auch schon öfter erzählt, in England. Ich weiß nicht, ob du mal Temple Gym und in London und so. Aber du hast schon mal von erzählt, ja. Das ist Hardcore, aber wenn alles schimmelt, dass du fast auf die Fresse fällst, auf dem Boden schon, und die Kabel aus der Wand gucken und so ein Kram. Hardcore gut und schön, aber man kann auch hart trainieren und sich dabei wohlfühlen. Ja, genau. Und ganz wichtig ist halt auch, also war mir extrem wichtig, dass du Equipment hast, was trotzdem gut ist. Ja. Also mir ist egal, ob es alt ist, aber es, gängig sein. Es ist nicht gut, weil es alt ist. Ne? Ja. Es muss auch schon funktionieren und du musst, das habe ich auch schon oft gesagt, du musst Kurzhantel haben, wo keine so eine Schraube rausguckt am Ende. Ja. Weißt du, solche Sachen halt. Genau, ja. Das muss halt passen einfach. Ja, das ist geil hier. Also ich kann jedem empfehlen, ohne jetzt hier groß die Werbetrommel zu rühren zu wollen, aber ich kann wirklich jedem empfehlen, der ambitioniert, gut trainieren will, der einfach auch diesen Bodybuilding-Flair mag und liebt, hierher zu kommen. Ja, weiter. Und hier zu trainieren. Sich anmelden. Anmelden, abonnieren, Glöckchen klicken, das ist doch dein Spruch immer, oder? Naja, gut, man kann jetzt keinen verübeln nehmen, der in Köln wohnt, der sich hier nicht anmeldet. Ich habe Mitglieder aus Köln. Echt jetzt? Ja. Köln, vom Nürburgring habe ich welche. Aus. Geil. Die ja wirklich sagen, hier fahren ab und zu mal her und ja. Trainieren dann hier. Ja. Geil. Also wenn ich hier in näherer Umgebung wohnen würde, wenn es, ich sage mal, 50 Kilometer wären, 40 Kilometer, würde ich das auch noch in Erwägung ziehen. Also ja, ist schon, also muss man jetzt unabhängig davon, dass es mein Studio ist, muss man schon echt sagen, die meisten Leute arbeiten viel, haben wenig Freizeit und dann würde ich mir
als Sportler oder als Sportfan den Luxus auch gönnen, dann in eine gute Studio zu gehen. Ja. Ich hatte mich in irgendeinem Billigstudio dann viermal die Woche noch zu ärgern. Ne? Ja, oder in meiner knappen Freizeit. Aber vor allem allein schon die Atmosphäre motiviert ja auch hier. Ne? Also das ist wirklich sehr cool. Jetzt wollen wir aufhören, hier über das Studio zu schwärmen, sonst denken die meisten noch, wir machen das jetzt hier gekünstelt, aber es ist wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Ich freue mich immer wieder, wenn ich mal herkommen kann. Richtiges Oldschool-Gym. Ja, für mich ist es auch schön, weil ich trainiere jetzt seit, pass auf, 1995. Krass. Da warst du 5. Genau. Und für mich ist es immer geil, wenn ich mal die Chance habe, mit jemand anderem zu trainieren, so wie mit dir. Ja. Das lockt mich auch immer wieder so ein bisschen aus der Reserve. Dann merke ich wieder, okay, ich muss vielleicht doch mal wieder hier und da ein bisschen schwerer machen und ein bisschen mehr beißen. Ne? Ja, geht jedem so. Hier, ja. Ich trainiere zwar auch erst nicht so lange wie du, aber seit 2005, 2006. Aber macht sich so ein bisschen gemütlich dann. Man fährt so auf seinen Schienen dann eben. Ja, ja, genau. Cool, hat Spaß gemacht. Also ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Guten Punkt.